So, da bin ich wieder. Ich musste mir die Nase putzen, das wollte ich jetzt nicht unbedingt vor meinem Mikro machen. Jetzt habe ich eben eine Aufnahmepause gemacht und... Was ist das denn hier? Keine Ahnung, da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Ja, wie laut... So, jetzt nochmal. Da war ich. Da war ich. So, nochmal. Ah ne, das... War das das? Ja, ne? Ah, warte mal. Ich muss nochmal dahin, wo wir vorhin waren. Als erstes waren, am besten. Warte mal, da geht's nur noch anders lang. Ah ne, doch nicht. Gut, dann muss ich doch dahin. Wo war das nochmal? Das war durch diesen komischen Gang da, ne? So, da lang. Gut, das hätte ich geschafft. War ja auch nicht schwer, ne? Und jetzt nochmal. Schön Minecraft Adventure machen. Und zack. Guck, so schnell geht das. Da lang. Gut. Das hätte ich dann auch. Nur ist halt jetzt die Frage, ob das wirklich der Weg ist, sonst laufe ich schon wieder einfach nur blöd hierher. Ja, doch. Hui! So, guck. Nein, das ist nicht der Weg, das ist doch scheiße jetzt, ehrlich. Ach Gott, wo muss ich denn jetzt her? Ach Gott. So, jetzt nochmal. Jetzt bin ich hier unten. Ich tue jetzt, ich klappe jetzt alle Türen ab, einfach die es hier gibt. Fertig aus, basta. So. Ende. Die hatte ich. Dann kommt da jetzt eine Tür. Oh, voll in die Eier! Ich bin voll in die Eier geschossen. Ah! Was gibt's denn hier noch? Ah, mit Munition aufladen, das ist schon mal richtig gut. So, erstmal das nehmen. Ja, ich muss da durch. Rilo hat hier aber ganz schön Feuerkraft, wenn sie bedenkt, dass es nur ein Haufen Müll zu bewachen gibt. Ah, ja, das ist der richtige Weg. Also. Runter, runter. Ist hier irgendwas? Okay. Oh, ein Video. Alter. Lando, was machst du denn hier? Wonach sieht es denn aus? Ich sitze in einer Zelle und du? Ich suche nach Rilo Baruch. Du auch? Was will denn die Republik von ihm? Eines seiner Schiffe war in einen Vorfall auf Ardis Prime verwickelt. Hatte zu tun mit den Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen? Verdammt!
Jetzt verstehe ich. Was? In den letzten Wochen hat ein Ring von Mineralschmugglern die Wolkenstadt auf Bespin infiltriert. Raffinierte Jungs. Sie hatten die Hälfte unserer Ladeplattformen und Carbonitkammern unter Kontrolle, bevor wir überhaupt wussten, was los war. Niemand hat eine Ahnung, wer der Drahtzieher ist, aber anscheinend organisieren Relos Müllschlepper die Transporte. Ich bin hierher gekommen, um Relo davon zu überzeugen, die Namen seiner Auftraggeber zu offenbaren. Überzeugen? Ich kann ein ganz charmantes Kerlchen sein. Nach ein paar Schlägereien und Kartenspielen war ich immer noch nicht näher an Relo herangekommen, aber ich hatte von einem mächtigen Hinterbliebenen namens Desan gehört. Dann wurde ich gefangen genommen. Desan? Kennst ihn? Er ist ein dunkler Jedi. Er und die Hinterbliebenen haben kranke Experimente an Bürgern der Neuen Republik durchgeführt und andere Dinge. Wie ich schon sagte, diese Verbindung zu den Hinterbliebenen macht Sinn. Die Schmuggler sind organisierter als der sonstige Abschaum auf Bespin. Es muss sich um Imperiale handeln. Soll ich dich da rausholen? Wenn's nicht zu viele Umstände macht. Du brauchst aber das Passwort, um in Relos Kommandozentrale die Zellen zu öffnen. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Klar, es lautet Rotpil 2. Davon könnte ich jetzt ein Glas vertragen. Ja, ich auch. Ich bin gleich zurück. Kein Problem, ich warte so lange. Ah, guck mal hier. Der Lando Carichas, der kam auch im Film, glaube ich, vor. Ich muss wieder da lang, glaube ich. Und da kommt dann das Passwort. Das Passwort, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Guck mal, hoch kann er nicht. Wie komme ich nochmal da hoch? Jetzt mal ganz ehrlich, wie komme ich nochmal da hoch? Ich muss doch nicht schon wieder daher laufen, oder? Dass ich da hochkomme. Ach Gott, doch. Das kann nicht sein. Da kam ich her. Achso, das ist diese Tür. Oh, das ist auch mal was. Das ist diese Tür. Ah ja, genau, daher kam ich, da glaube ich, kam ich hoch. War das nicht durch die Kiste hier? So. Ich glaube, das war hierher, ne? So, dann da rein. Alter. Vielleicht kommt da jetzt jemand. Der kommt nicht, okay. Ich weiß gar nicht, in welchem Teil Lando Carichas nochmal vorkam. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Ich glaube aber, das war von den alten Teilen auf jeden Fall nur. Teil. Boah, welcher Teil war das? Teil 6? 5? Keine Ahnung, schreibt es bitte mal in die Kommentare einfach. Es würde mich mal interessieren, jetzt genau, welcher Teil das nochmal war von Star Wars. Ich speichere nochmal. Teil 6 oder der letzte Teil? Also Teil 6. Rotbild 2. Ja, du. Das war aber mal so was von korrekt. Ist das eine Kamera? Speichern nochmal, komm. Speichern schadet. Nein, das ist gar nicht schwer. Nein. Mm-mm. Nein. Weg mit dir. Boah. Fuck, 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 Alter. Alter, sind da.
schafft man noch nicht jetzt. Komm. Ehrlich jetzt. Einfach durchrennen. Boah. Wo habe ich gespeichert? Nee, ne? Och nein, nicht schon wieder. Scheiße. Die wollen mich doch verarschen. Das ist doch widerlich. Das schafft man nicht. Das schafft man nicht jetzt, ehrlich. Boah, wollen die mich verarschen? Die wollen mich verarschen, ey. Das schafft man nicht. Alter. Wenn die sich beruhigt haben. So, da klingelt mein Telefon. Ich mache auch mal eben eine Aufnahmepause. Bis gleich wieder mal. So, da bin ich wieder. Ingo Viva war am Telefon. Hehe. Will mir Bescheid sagen, dass er nicht kommen kann. Heute. Weil es richtig hoch Schnee ist. Und er wohnt in Hatting. Auf dem Berg. So. Und, ist, glaube ich, nicht so geil. Was kommt denn jetzt? Oh mein Gott. Mein Hals. Suchen wir etwas? Jetzt nicht mehr. Sie sind Relo Baruch? Leibhaftig, aber wer sind Sie? Macht das einen Unterschied? Nicht wirklich. Irgendwelche letzten Worte. Was macht ein respektabler Gangster wie Sie mit einem schleimigen Hinterbliebenen wie Desan? Natürlich. Oh mein Gott, ist das ein fettes Vieh. Nein, da oben sind Geschütze. Da oben, boah. Okay, das, Alter, nee. Alter, das schafft man nicht. Ich weiß nicht, womit man die Teile am besten kaputt macht. Wisst ihr was? Ich mach das nächste Mal wieder. Und dann würde ich sagen, tschüle.